Einladen zu unserer Abendveranstaltung. Wir begrüßen ausdrücklich auch unsere Zuhörer, Zuschauer im Livestream. Und heute Abend haben wir einen besonderen Abend. Keine Angst, ich singe nicht, aber David wird ab und zu singen. Jedenfalls entnehme ich das hier den Texten, die vor mir liegen. Er hat heute Abend das Thema Verwirklichung unserer Berufung der Einheit durch Kunst. Das ist ja euer beiden Anliegen schon viele Jahrzehnte. Ich habe auch Bilder von euch zu Hause hängen. Und dann eben auch durch die Musik. Ich denke besonders auch an das Projekt der Messias und andere Dinge, die du in Israel initiiert hast. Und wir freuen uns auf diesen Dienst. Ich möchte noch ganz kurz auch auf den Tisch hinweisen, den Benita Mannherz ja so treu immer einrichtet zugunsten von Fürbitte für Israel, und da kommt das Geld gut durchdacht in die richtigen Stellen, also was man da eben einlegt, mitnimmt, ist alles zugunsten unserer Geschwister im Nahen Osten und ist eine gute Sache, also da kann man ruhig mal ein bisschen mehr einkaufen. Also sonst sage ich meiner Frau immer, lassen Geldbeutel und Kreditkarte da, aber in dem Fall ist gut, wenn man sie mal mitnimmt. Schön. Jetzt wollen wir unsere Abendversammlung im Namen Jesu beginnen, und bevor wir selber singen, hören wir auf ein kurzes Musikstück. Herzlichen Dank. In meiner grenzenlosen Ahnungslosigkeit hätte ich gesagt Beethoven, aber es war Bach. Gell? Ja. Ich habe es ja nur gesagt, damit Sie sich heute ein bisschen besser fühlen. Der hat keine Ahnung da vorne. Ich hätte wirklich auf Bach getippt, auf Beethoven getippt. Ich nehme alles zurück. Kommando Biberle rückwärts. Wir singen drei Strophen aus 453. Du bist Immanuel, mit uns ist Gott. 4, 5, 3. 1, 2 und 5. 4, 5, 3. 1, 2 und die letzte, die 5. Thank you.
Das ist ja mit dem Bete, das ist schwierig mit dem Übersetzen. Was kannst du? Wir wollten Rani bitten, aber beten, aber das ist schwierig. Darf ich dich bitten, Rani, dass du mit uns betest? Danke. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day. Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. And thank you for this opportunity being together, brothers and sisters. Und danke für die Möglichkeit, hier unter Brüdern und Schwestern gemeinsam hier zusammen zu sein. Danke für alles, was wir bis jetzt hören durften. Und du hast auch eine Botschaft für uns für heute Abend, that we may grow in you, dass wir in dir wachsen mögen and in our relationship to each other. Und in unserer Beziehung zueinander. Help us, see Jesus in all of this. Und hilf uns, deinen Sohn Jesus Christus in all dem zu sehen. In his name we pray. In seinem Namen beten wir. Amen. Amen. Good evening. Guten Abend. Guten Abend. Oh, good evening. We are speaking in a subject which is fulfilling our calling to unity. Wir sprechen heute Abend über das Thema unser Ruf zur Einheit through the arts. Durch die Kunst. This title just by itself has a number of interesting concepts built into it. Und dieser Titel hat ein paar interessante Grundkonzeptionen eingebaut. These things have to do particularly with calling, what is calling. Und das hat damit zu tun, was ist denn der Aufruf? Was ist der Aufruf selbst eigentlich? The unity which we have spoken about. Was hat er mit Einheit zu tun, über die wir ja schon gesprochen haben? The unity in Messiah, in Christ. Die Einheit in dem Messias Christus. And then as we begin to speak about the arts, we are talking about something that is a cultural experience. Und wenn wir dann über Kunst sprechen, dann wollen wir auch das Thema beleuchten, was ist dann hier eine kulturelle Erfahrung, die damit erreicht wird. So we will be talking about cultural issues, social issues and how they are reached and expressed.
through the arts. Wir sprechen also über kulturelle Probleme und wie sie erreicht werden können durch Kunst. I thought this, to begin the evening might sing, try to sing a song. Ich dachte heute Abend, um den Abend einen Auftakt zu geben, könnte ich ja ein Lied singen. You can all pray for my voice. Ihr könnt alle für meine Stimme beten. You can pray against the frogs. Gegen die Frösche im Hals. The song. Das Lied selbst. Is a song about identity. Ist ein Lied über die Identität. It is particularly a Jewish problem. This particular what's talked about in the song. Es ist speziell ein jüdisches Problem, um das es in dem Lied geht. And particularly a messianic Jewish problem. Und speziell auch ein messianisch-jüdisches Problem. As a Jew comes to believe in Jesus. Wenn ein Jude zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann geht es ja erstmal noch überhaupt nicht darum, Gemeinschaft mit unseren palästinensischen Geschwistern zu haben. Jesus has already placed us in an enemy camp. Allein diese Tatsache, zu Jesus zu kommen, hat uns ja schon ein Stück weit hier ins Feindeslager verschlagen. Das ist eine interessante Reise für einen messianischen Jew, der zum Glauben kommt. Das ist also eine interessante Reise für einen Juden, der zum Herrn findet. So we'd like to sing this, I'd like to sing this song, Who Am I? Und ich möchte heute Abend das Lied singen, Wer bin ich? Partly to just present to us the problems of identity which can happen. Teilweise um uns dieses Problem der Identitätsfindung zu vor Augen zu führen, die ja auch passieren können. And partly because I still want to know whether I can still sing or not. Und vielleicht auch, weil ich rausfinden will, ob ich überhaupt noch singen kann. Macbeth will read, bless his heart, a German translation which he has come up with. Ja, also David hat mir vorab den englischen Text geschickt. Ich habe ihn hier auf Englisch und werde den jetzt mal hier so on the fly, wie man so schön sagt, versuchen, in Deutsch zu übersetzen vorab. Also der Titel des Liedes ist Who Am I? Wer bin ich? Es beginnt mit dem Intro. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich gewesen bin. Meine Geschichte liegt da und für alle sichtbar. Ich weiß, wohin ich gehe und ich weiß, dass ich gerufen bin. Die Zukunft ist so deutlich, wie sie nur sein könnte. Aber ich bin weder hier noch da und die Frage ist, dass heute... Die hängt einfach in der Luft. Vers 1 ist dann, wer bin ich? Es war mir immer so klar. Die Zelte von Jakob sind mir immer vor Augen gewesen. Aber plötzlich drehe ich mich an einem anderen Ort um mich. Die Gebete, die Namen und die schweren Schlemme sozusagen der Geschichte, meine Väter zahlten den Preis, um sie zu meinen zu machen. Die Zukunft ruft, aber muss ich meine Vergangenheit hinter mich lassen? Dann gibt es einen Chorus, wer bin ich? Die Frage ist die eines Narren, ich glaube, und der bin ich. Ja, Narrheit und Weisheit, die stimmen ja nicht immer überein. Und zurückzulassen all die Dinge, über die ich mich so sicher fühlte, mag weise sein und der Weg mag auch rein sein. Dann kommt Vers 2, wer bin ich? Was hat er mit mir getan, um mich zu verändern? Dass die Dinge, die einst klar waren, jetzt eigentlich so dunkel erscheinen und alles, was ich nicht sehen konnte, ist das jetzt ihm offenbar? Unsere Väter wussten als Fremde in dieser Welt, aber sie kämpften um einen Weg, den du und ich heute gehen können. Und sie wussten so genau, was der Preis war, den wir auch alle zu zahlen haben werden. Chorus 2, wer bin ich? In der Einsamkeit der Seele, mit Füßen, die doch so schmerzen, und doch weiß ich, ich wandle an Orten,
wo andere schon vorher gelaufen sind. Und also hebe ich meine Augen auf einem entfernten Hügel sehe ich das Lamm. Und dann weiß ich, wer ich bin. Wer bin ich? Und auf einmal ein Klang, ein sanftes Röhren, das Aufatmen, das Rufen von Tausenden, die diesen Weg auch schon gegangen sind. Also hebe ich meine Augen auf, um in das Angesicht des Messias zu schauen. Und dann weiß ich, und zumindest weiß ich, nein, ganz sicher weiß ich, wer ich bin. I know where I've come from. I know where I've been. My history's there for all to see. I know where I'm going. I know that I'm called. The future is clear as it can be. But I'm neither here nor there. The question of today hangs in the air. Who am I? It's always been so clear to me. The tents of Jacob were my dwelling place. But suddenly I'm spinning in a different space. Prayers, the names, the heavy cloak of history. My fathers paid the price to make them mine. The future calls, but must I leave my past behind? Of a fool, I guess, that's me. Yet foolishness and wisdom don't always disagree. To leave behind all the things in which I felt secure may well be wise, and the way am I? What has he done to change me? That the things that once were bright are now so dim. And all I could not see is now revealed in him. Our fathers knew, as strangers in this world, they forged a way that you and I can walk today. They knew so well the price that we would have to pay. Who am I? In loneliness of soul, with feet so sore. Yet I know I walk in places where others walked before. So I lift my eyes, and on a distant hill I see a lamb. And then I know who I am. Suddenly a sound, a gentle roar. It's the cheering of the thousands who have walked this way before. So I lift my eyes and look into the face of my Messiah.
then I know. At last I know. For sure I know. Wir sind gerufen. We are called to be in him. Wir sind gerufen, um in ihm zu sein. The expression of calling, having a calling, being called, does not exist. The word does not exist in Hebrew. Dieses Wort, in the Hebrew Old Testament, I mean. Dieses Wort gerufen zu sein, oder besser gesagt berufen zu sein, existiert in der Form im Hebräischen nicht. The concept of the Lord choosing and enabling someone to fulfill a particular task or role does exist, of course, in the Old Testament scripture. Das Konzept, dass jemand gerufen wird und einen Weg gezeigt bekommen hat, der existiert natürlich im Alten Testament. But the concept of having a calling is a somewhat different one, and it does not occur in the Old Testament. Ja, aber das Konzept einer echten, wirklichen, in tiefstem Sinne Berufung existiert in der Form im Alten Testament, im Hebräischen nicht. The word in Greek, kalesis, das Wort im Griechischen, kalesis, is only used in the New Testament. Wird nur im Neuen Testament benutzt. The calling is only in the New Testament. It only appears in singular form, never callings, one singular form, calling. And only means one thing. Das Wort Berufung, was also nur im Neuen Testament und auch im Griechischen zitiert wird, kommt nur im Singular vor. Es gibt keine Berufungen und es meint nur eine Sache. And that is to be called to be disciples of Christ. Und das ist berufen zu werden als Jünger Jesu. The word is used only 11 times in the New Testament scriptures in this form. Das Wort wird nur 11 Mal im Neuen Testament in der Form erwähnt. It is basically a Pauline term. Paul used it more than anyone else. Es ist im Prinzip ein paulinischer Begriff. Paulus benutzte es mehr als jeder andere. Paul, the Pharisee of Pharisees. Paul, der Pharisäer der Pharisäer. But having extremely intelligent and good skills and being very much a man of his time. Und er hatte auch sehr, sehr viele Fähigkeiten und er war vor allen Dingen einfach auch ein Mann seiner Zeit. He uses it 9 times in his letters. Er benutzt es 9 Mal in seinen Briefen. There is one usage in the book of Hebrews. Es gibt einmal eine Nennung im Buch Hebräer. Which, if the book of Hebrews was not written by Paul, it would have been written by one of his close disciples because of the style of the writing. Ja, wenn es denn überhaupt von Paulus geschrieben worden ist, und wenn, dann wäre es von einem seiner nächsten Freunde geschrieben worden, weil es hat einen sehr ähnlichen Stil, wie er selber schreibt. One time it is used by Peter. Einmal ist es von Petrus erwähnt. 2 Peter 1:10. Im 2. Petrus 1:10. I always get the feeling that he got it from Paul. Ich habe immer das Gefühl, das hat er sich von Paulus abgeguckt. Only once does the word callings or klesis occur to a group outside of the Christian context. Nur einmal kommt dieses Wort außerhalb des christlichen Kontexts vor. And that is in its first appearance in Romans chapter 11. In Römer 11, Vers 29, dort ist diese eine andere Kontexterwähnung dieses Begriffs. Denn die Gaben und die Berufung Gottes sind unumkehrbar. These gifts and callings, as referred to in chapter 11, refer to Israel. Diese Gaben, wo es hier um Kapitel 11 geht, die beziehen sich auf Israel. The whole subject from chapter 9 to 11
refers to Israel, the nation of Israel. Das ganze Kapitel 9 dreht sich ja um das Volk Israel. So when it refers to Israel being called to be believers in Jesus, believers in the Messiah. Also wenn Israel dann hier gerufen ist oder berufen ist, Glaubende an den Messias zu sein. But those gifts and the callings that God gives, He will never take them back, and we cannot give them back if we wish to. Dann müssen wir uns bewusst sein, die nimmt Gott nicht zurück und wir können sie auch als Berufene nicht zurückgeben. If Israel has a calling to come to Jesus and they do not do so for a long time, that does not mean that that calling leaves them. Wenn Israel einen Ruf oder eine Berufung hat, zu Jesus zu kommen, und das geschieht lange Zeit nicht, dann heißt das nicht, dass dieser Ruf etwa nicht mehr relevant wäre. A call is a little different than many other things. If I call Eckhart from the airport, I'm calling, he answers. Ein Ruf ist etwas anderes. Wenn ich Eckhart anrufe am Flughafen und er meldet sich dann zurück, dann ist es was anderes. So a call in New Testament calling means that someone, namely the Lord, has spoken specifically to a people and they need to answer. Ja, wenn es aber darum geht, dass Gott einen Ruf, eine Berufung ausspricht, dann geht es immer ganz spezifisch auf eine Person zu und die hat dann vollste Gültigkeit. We know as Israel we have a, we would call it today a calling to be a light to the nations. Und wir haben ja heute schon die Berufung, ein Licht für die Nationen zu sein. For this we have been alternatively wonderful and terrible. Und diesbezüglich waren wir einerseits wunderbar und andererseits ganz schrecklich. Und in diesen Zeiten ist es nicht auf der guten Seite, sondern eher auf der anderen Seite. But the story is not finished. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. And God will not remove that call. Und Gott wird diesen Ruf, diese Berufung nicht zurücknehmen. It's like the word he sends forth. Es ist, wie wenn das Wort nach vorne ausgerichtet ist. A word which God sends forth will not return to him without fruit. Ein Wort, was Gott aussendet, wird nicht zu ihm zurückkommen, ohne dass es Frucht gebracht hat. It will do what it is meant to do. Es wird tun, wozu es gesandt worden ist, und wird Frucht für ihn tragen. The calling of Israel will remain and they will fulfill it. Der Ruf, die Berufung an Israel wird bleiben und die werden das auch erfüllen. All the prayers which you have prayed for years and years and years for Israel to be saved will be realized one day. Und all die Gebete, die ihr für Israel all die Jahre gebetet haben, die werden umgesetzt werden und werden in der Tat kommen. We have a calling, all of us. Wir alle haben eine Berufung. This calling to be part of the body of the Messiah. Die Berufung, Teil des Leibes Christi zu sein. It is a calling to unity. Eine Berufung zur Einheit. By default, it is a calling to unity. Und standardmäßig ist es ein Ruf zur Einheit. If we all come to him and we are brothers and sisters in him, then we are a unity in him. We are. Und wenn wir dann also zu ihm kommen als Gemeinschaft, dann sind wir eine Einheit in ihm. Das sind wir einfach. Our position as being believers in Jesus is that we are one. Unsere Stellung als Gläubige in Christus ist, dass wir eins sind. We have one God. Wir haben einen Gott, one Spirit, einen Geist, one word, ein Wort, one hope, eine Hoffnung. We don't need to speak to you about that subject. You know it better than I do. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. Das wisst ihr ja besser als ich. There are many people in this room who know the scriptures better than I am. I've known them for years and years and years. Hier gibt's einige im Raum, die kennen die Bibel ja besser wie ich seit Jahren und Jahren. You are mature believers. Ihr seid wirklich ganz treue Gläubige. We all understand that in Messiah we are a compound unity. Und im Messias sind wir eine vereinigte Gemeinschaft. Here's where Paul's lovely picture, I love the picture of it,
likens it to a body, you know, a human body. Und ich liebe dieses Bild, was Paulus hier schreibt, wie wenn wir einen menschlichen Körper wären. We are all parts of that body. Sind alle Teile dieses Körpers, dieses Leibes. One is an eye, another one is an ear. Der eine ist ein Auge, der andere ist ein Ohr. Another one is a mouth. Der andere ist ein Mund. We all want to be a mouth. Wir alle wollten eher Mund sein. Very few want to be an ear. Wenige wollen ein Ohr sein. Some wish to be the heart or any of all these sorts of things. Manche wünschten, sie wären das Herz, all diese Dinge. I've never heard of anybody who desired to be a gallbladder. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt, ich wäre gern die Gallenblase. But a mouth, aber ein Mund schon eher. We all have different roles to play. Wir haben alle unterschiedliche Rollen zu spielen. We have different gifts and abilities. Wir haben unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. And we have different callings, responsibilities and difficulties. Wir haben unterschiedliche Rufe, Berufungen, wir haben Herausforderungen und auch unterschiedliche Schwierigkeiten. A healthy body can repair itself under most circumstances. Ein gesunder Körper kann sich selbst heilen unter den meisten Umständen. Where one part of the body will rush to the aid of another. Wo ein Teil des Körpers dem anderen zu Hilfe kommt. Marvelous creation that we have inherited. Fantastische Schöpfung, die wir hier geschenkt bekommen haben. This is the lovely picture that Paul has used. Und das ist das, for the body of the Messiah. Und das ist das liebevolle Bild, das Paulus hier nutzt für den Leib Christi. So our challenge is not to be one, we are. Und unsere Herausforderung ist nicht, eins zu werden. Wir sind schon eins. Die Herausforderung ist, das auszuleben in unserem täglichen Leben. Und das heißt, dass ich ganz aktiv auch auf meinen Bruder aufpasse und ihn liebe und das wirklich aktiv tue. And then as God gives grace, und dann schenkt Gott Gnade. Also called to love our neighbor as we love ourselves. Und dann schenkt uns Gott auch Gnade, unseren Nachbarn zu lieben, so wie wir uns selbst lieben. So we have this calling to unity. Also mit diesem Ruf nach Einheit. And we will express that many times through the arts. Und das drücken wir ja auch schon häufig in der Kunst aus. The body of the Messiah. The ecclesia, the believers in Jesus, are a society. Und der Leib Christi, die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde, sind eine Gesellschaft. There was at once, one time, a very, very dear old sister. She was very old in the congregation in Netanya that I found. Lisa and I found it. Wir hatten da bei uns in der Versammlung eine sehr, sehr alte Schwester. Lisa und ich kennen sie gut. And she had grown up in terrible circumstances. We won't get into it. She was very old. Und sie ist unter schlimmen Umständen aufgewachsen, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Maybe I shouldn't call her very old. I'm almost as old as she is now. Ich sollte sie vielleicht nicht sehr alt nennen. Ich bin ja fast so alt wie sie. But she looked at me and she said, David, I belong to the society of Jesus. Und sie hat mich angeschaut und sagte, David, ich gehöre zur Gesellschaft, zur Gemeinde von Jesus. She grew up, I believe, if I recall correctly, in a Chinese or Japanese, background. Place. Yeah. Sie hat also irgendwie, ist in irgendeinem chinesischen Viertel aufgewachsen. And she obviously went to a school which was taught, a Christian school which was taught by Jesuit brothers. Und sie ist, the society of Jesus, as you know. Ja, und sie ist dann auch in der Schule von, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, Jesuiten mit auferzogen worden. But when she used that expression, she meant something far more. She meant that we are a society in Jesus. Aber sie meinte einfach noch viel mehr. Sie sagte, wir sind wirklich eine Gesellschaft in Jesus. What is a society? Was ist denn eigentlich eine Gesellschaft? Frage an euch. What is a society? How do you define a society? The same roots.
Same rules, very good. That's indeed part of it, yes. Dieselben Wurzeln. Die gleichen Ziele. The same goals. Good, that's another one. Something which fits together. Yes. Etwas, was zusammenpasst. Good. A society, basically, can be defined as a group of people that share five different characteristics. Eine Gesellschaft kann definiert werden. Four. Eine Gesellschaft kann definiert werden als eine Gruppe von Menschen, die fünf Charakteristika gemeinsam haben. The first is that they share the same ethical and moral principles. Das erste ist, dass sie dieselben ethischen, moralischen Grundprinzipien teilen. The second is that they have a common history. Das zweite ist, dass sie eine gemeinsame Geschichte haben. Three, they have a future hope, a destiny. Drei, sie haben eine künftige Hoffnung, eine Bestimmung. Four, they exhibit a current self-awareness and as to their identity. Und sie zeigen nach außen eine Selbstwahrnehmung, die sich auf ihre Identität bezieht. We, as the people of Christ, are a society. Wir als die Gemeinschaft der Christen sind eine Gesellschaft. Some societies are bound together by blood. Manche sind zusammengehalten durch Blut. Some by language. Manche durch die Sprache. Some by territory, geography. Manche durch die Gebiete und Länder und Landschaften. Some are all over the world, speaking all different kinds of languages and not related by blood. Und manche sind über die ganze Welt verstreut, sind aber auch nicht ganz blutsverwandt und sind trotzdem eine Gesellschaft. Every society has its own culture. Jede Gesellschaft hat seine eigene Kultur. The culture is the accumulation of these values into a cogent form where it can be expressed. Also die Gesellschaft ist die Akkumulation, also die Verdichtung, die Zusammenhäufung all dieser Werte, die hier gemeinsam zutreffen. And every society expresses that culture through some sort of art forms. Und jede Gesellschaft drückt diese Kultur durch irgendeine Form von Kunst aus. From ancient times to this time, from every corner of the world, from every tribe and every nation, everyone has their own culture and their own art forms. Und von uralten Zeiten bis heute hat jede Kultur ihre eigene Ausdrucksform und ihre eigene Stilistik. The culture is how you know them. It's their face. Die Kultur, so wie sie sie nach außen darstellen, ist quasi ihr Gesicht. I remember when I first went down many years ago, we're talking about the times of the Intifada, the second Intifada, between the two Intifadas. Und ich erinnere mich, als wir damals runtergingen, war die Zeit zwischen der ersten und zweiten Intifada. And I was asked by the director, not the director, but the Director of Programs for the Bethlehem Bible College to come and to teach music. Und ich wurde dann von dem Bethlehem Bible College, dem Programmverantwortlichen, gefragt, ob ich nicht Musik lehren könnte. Actually, they had had a choir, but during the first Intifada, it was totally destroyed, as was the entire. Die hatten einen Chor. Bible College system was all gone. They had to start again from scratch. Die hatten einen Chor, aber durch die Intifada war der da völlig zerfleddert und da musste man wieder von vorne anfangen, um daraus was zu machen. He said to me, he said, David, come and would you train the choir or teach us, take over the choir? Und würdest du bitte kommen und den Chor übernehmen und bring ihn zur Wiederauferstehung? Ja. I said, well, you know, we live in Netanya and this is, you're talking about Bethlehem. And it's like in those days it was like 3 hours journey to get there. Und wir leben ja aber in Netanya und die Sache hätte sich aber in Bethlehem abgespielt, da wäre ich ja 3 Stunden unterwegs gewesen, um hinzukommen. And I told him, I said, you know, you're right next to Jerusalem. It's only, you should say, a stone's throw away. Und ihr seid ja eigentlich in der Nähe von Jerusalem, das ist ja nur ein Steinwurf weit weg. And at that time he said, David, I have asked everybody I know. Nobody wants to cross the line. Ich habe schon alle möglichen Leute gefragt, aber keiner möchte die Linie überschreiten. Die Grenze.
I have many correctors here if I'm wrong, you see. Many kinds of lines. Be always sure I translate the right thing. It's crossing all the lines. I have a couple of verifiers here. Thanks a lot. I said, okay. So I went. Also ging ich. The first day I was there, I went in and I met the Bible College choir, and then we had a good time for a first meeting, and then I stayed overnight and taught a music course in the morning. Okay, also ich bin dann da hingegangen und habe mich da erstmal vorgestellt, wir haben uns kennengelernt, war dann die erste Nacht auch da und dann habe ich sozusagen meine erste Lektion erstmal dann am nächsten Tag gehalten. And I started to teach them very basic music because in the Palestinian system, in the schools, there was absolutely nothing regarding music at all. Und ich habe dann sozusagen mit den ganzen Grundlagen angefangen, weil die hatten bisher bezüglich Musik gar nichts gelernt. So I'm teaching them the very basic things, you know, and play a little melody on them. Also ich habe die ganz einfachen Dinge gebracht, habe mal eine kleine Melodie gespielt. And I said, you see how the melody goes higher here and lower here. Und kriegt er das mit? Die Melodie geht hier rauf und dann geht sie runter. And they looked at me and they said, higher? Lower? Und die haben mich angeguckt und sagten, hä? What is that? Höher? Tiefer? Was heißt denn das? This is music. It's not, you're not bouncing a ball. What is this? Das ist Musik. Das geht hier nicht um einen Ball zum Hüpfen zu bringen. The concept of music line going up or down, they had no knowledge of it. Über dieses Konzept, dass Töne rauf und runter gehen, hatten die überhaupt keine Vorstellung. Don't get me wrong. Also versteht mich nicht falsch. The Arab culture and the Palestinian culture is a very rich culture in terms of culture and its arts. Also versteht mich nicht falsch, die arabische Kultur ist schon sehr reich bezüglich Kunst. But not according to Western standards and forms. Aber nicht entsprechend westlicher Formen und Standards. So it was like talking to somebody from off the moon, you know? Also ich habe denen was erzählt, wie wenn ich vom Mond wäre. So I start to tell them, I said, okay, it's a society, you're a society. Palestine is a society. Und ich habe dann gesagt, also passt mal auf, jetzt fangen wir an, ihr seid eine Gemeinschaft. Arab society has its own cultural face. Und die arabische Gemeinschaft hat ihr eigenes kulturelles Gesicht. And with this culture, you can transmit your values and your beliefs and your ethical approach to life to other cultures. Mit dieser Kultur könnt ihr anderen Kulturen euer Gesicht, eure ethischen Werte, die Dinge, die euch wichtig sind, auch rüberbringen. And I said, you know, there is a rich Arab culture, but we in Israel, the Jewish, have a very very rich culture also. Also ihr habt eine sehr reiche Kultur bei euch in Arabern und die schätze ich auch, aber wir haben die unter Juden auch eine sehr reiche Kultur. And the voice comes from the back of the room saying, yes, killing us. Und dann kommt die Stimme von hinten, da hieß es, ja, nämlich genau uns hier zu töten. Well, that was my first day. Das war mein erster Tag. Now, mind you, it didn't bother me because I knew that what it meant for him. Es hat mich jetzt auch nicht geärgert, denn ich wusste, was das für den Betroffenen bedeutete. I was the only Jew who'd ever come to that Bible college to do anything. Ich war der erste Jude, der überhaupt jemals an dieses arabische Bibelcollege kam, um überhaupt mal was zu bringen. And many, most of those young people had never met a Jew in their lives. Und viele dieser jungen Leute hatten nicht ein einziges Mal einen Juden in ihrem Leben bisher gesehen. Except for the ones in army uniforms who were shooting at them. Außer denen in Armeeuniformen, die auf sie geschossen haben. That's what they knew about Israel. Das ist das Einzige, was sie von Israel wussten. And that's what we had transmitted to them. Und das ist das, was wir denen sozusagen rübergebracht haben. In a culture which was not completely what we would call good cultural experience. Und in einer Kultur, die nun wirklich nicht eine gute kulturelle Erfahrung für die anderen war. He knew about us. That was the face he saw. Aber das ist alles, was er über uns wusste. Das ist das Gesicht, was er gesehen hatte. Every society transmits its own culture through art forms which are unique to itself.
Jede Gesellschaft bringt ihre Kultur durch Kunstformen rüber, die in ihrer Art immer einzigartig sind. That reinforces its own values, it transmits them to different, to the following generations. Und sie trägt hier auch die eigenen Werte zusammen, die der nächsten Generation auch vermittelt werden sollen. And it identifies that culture to other cultures surrounding it. Und das vermehrt dann auch die Kultur, dass von dort aus das an weitere Orte weitergegeben wird. Our culture, as Jesus believers, is Christ himself and his word, the Bible. Unsere Kultur ist Christus selbst und das Wort der Schrift. So you didn't know any culture by its art. Und du wusstest also noch nichts von irgendeiner Kultur durch Kunstausdruck? Art is an intrinsic part of any culture. Kunst ist ein intrinsischer Teil jeder Kultur. It reflects the matrix. Es reflektiert die Matrix-Kultur und es bringt die Matrix-Kultur auch rüber und es formt auch diese Kultur. Die Kunst zum Beispiel wie auf einer Glastür zwischen meiner Kultur und der anderen Kultur dort. The cultural values which we express in art are like a window. Die Kulturausdrücke, die wir in der Kunst ausdrücken, sind wie ein Fenster. We can show them through the glass. Wir können sie ihnen durch das Glas zeigen. We can see them. Und wir können sie sehen durch das Glas. And if it is a door, they can come in, we can share culture, we can learn from one another. Und wenn es eine Tür ist, dann können sie reinkommen, wir können einander unsere Kulturen mitteilen, wir können voneinander lernen. And this is a beautiful thing because I love the arts. Und das ist eine wunderbare Sache, denn ich liebe, I am an artist. Denn ich liebe die Kunst. Ich bin Künstler. I am a composer. Ich bin ein Komponist. I'm a composer actually and a conductor and a singer. Ich bin auch ein war damals mindestens ein Dirigent und auch Sänger. But those three things are the first three things I ever did in the music in my life. Aber das sind die drei Dinge, die ich als allererstes tat in meinem Leben. First thing was composing music. Das erste war Musik zu komponieren. I just really was so grateful to hear Bach to begin our evening. Ich habe mich so gefreut, dass wir heute Abend Bach als Einführung gehört. Das war wunderschön. I grew to love Johann Sebastian Bach. At the age of 8. Mit dem Alter von 8 wuchs bei mir schon im Herzen die Liebe zu Johann Sebastian Bach. So I tried to write music like Bach. Also ich habe versucht, Musik wie Bach zu schreiben. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. So I wrote some chorales and I wrote things like this, you know, and that was a very good beginning for me. Also ich schrieb dann auch ein paar Choräle, das war für mich auch ein guter Anfang. Because it gave the beginnings of 18th century harmony, which is the basis for which we can build all harmonic institutions in the West. Ja, weil das hat mir auch die Harmonielehre des 18. Jahrhunderts mich gelehrt, auf deren Basis sich alles andere weiterentwickelt hat. So, I now conduct two choirs. Ich leite jetzt zwei Chöre. My first choir I conducted when I was 16 years old. Meinen ersten Chor leitete ich, als ich schon 16 war oder erst 16 war. Dann wurde ich selbst Sänger. Sang opera for a number of years. Hab für die Oper ein paar Jahre gesungen. Didn't like it all that much. Habe ich nicht so furchtbar arg gern gemocht. So I left and went to New York City. Dann ging ich nach New York City. Where I went into the theater. Ging da ins Theater. Both straight theater and also musical theater. Beides pure Oper und auch Musical sozusagen. And almost everything in the theater that is possible to do, with the sole exception of dance. Ich tat fast alles, was man in so einem Theater oder Opernhaus machen kann, mit Ausnahme von Tanzen. You can hear me sing, but you don't want to see me dance. Ihr könnt mich singen hören, aber ihr wollt mich nicht tanzen sehen. So I've spent my entire life in theater media and it. Artistic communication. Also ich habe mein ganzes Leben in Theater verbracht, in einer kunstausgerichteten Kommunikation. But composition is my specific best calling. Aber Komposition ist mein spezifischer, bester Ruf oder Berufung. I write music. Ich schreibe Musik.
As an artist, if I want to speak about my messianic identity, who I am and who we are. Als Künstler möchte ich auch über meine messianische Identität schreiben, wer ich bin und wer wir sind. I will do so through my music. Und das werde ich durch meine Musik tun. My beginning as a composer. Meine Beginn als Komponist. I said this Bach. Ich sagte ja Bach. And it contained texts which were liturgical, texts which were scriptural or prayer. Das waren Texte, die waren liturgisch oder sie waren auch Gebete. So my love for these texts and this kind of expression was also very early on in my life and fundamental to who I am today. Also meine Liebe, solche Texte zu schreiben, war bei mir auch sehr früh in meinem Leben und war mir auch sehr, sehr wichtig von Anfang an. I must have a text in order to write music. Ich muss erst mal einen Text haben, um dann Musik draus zu schreiben. Beethoven can sit down and write a symphony. I would know how to start to write a symphony. Beethoven hat tolle Sinfonien komponiert. Ich wüsste nicht, wie man anfängt, eine Sinfonie zu komponieren. I don't have any interest to write a symphony. Ich habe auch kein Interesse, eine Sinfonie zu schreiben. I want text. Ich möchte Text. I want to take the truth, the truth of the scriptures, the truth of our faith, and transmit them to people. Ich möchte die Wahrheit der Schrift nehmen und sie über Musik den Menschen rüberbringen. I want to present them in the most beautiful and understandable manner so people can receive them. Ich möchte die schönste Art und Weise nehmen, dass es Menschen annehmen können und dass es auch wirklich rüberkommt. I must have a text to compose. Ich brauche einen Text zum Komponieren. In New York I wrote a lot of other things. In New York schrieb ich auch eine ganze Reihe anderer Dinge. But they were always text-based. Aber sie waren immer textbasiert. I even wrote lots of jingles. You know what jingles are? Ich habe auch eine ganze Reihe Jingles geschrieben. Wisst ihr, was Jingles sind? Wer weiß, was Jingles sind? It's not Jingles. McDonald's, McDonald's, the drive-in with the arches. Ja, Werbemusik. Ja. Yeah. Little pieces of music with want to sell something, you know? Ja, also ganz kurze Musikstücke für die Werbung. So I wrote jingles, lots of jingles. But again, that's text-based. I had a message to put out. Aber das war ja auch wieder textbasiert. Ich hatte ja eine Botschaft, die rübergebracht werden musste. It's not the message I want to put out now, of course. Das ist nicht mehr die Botschaft, die ich heute rüberbringen möchte. I must speak healthy and godly principles to people, and I do it best in music. Ich muss gesunde und göttliche Dinge aussprechen und ich kann das am besten durch Musik. I wrote songs all my life. When I came to Jesus, I immediately wrote all the music I wrote was about the faith, it was scripture or about Jesus. Ja, all die Musik, die ich geschrieben habe, seitdem ich Christus kenne, war immer um ihn sich drehend. And I was writing these things, I didn't know. I had to learn to play guitar because I knew I'd have to sing them myself. Nobody else was going to do it. Und ich musste nachher einfach auch noch Gitarre lernen, weil ich musste mich selber begleiten. Kein anderer hat es gemacht. So I learned how to play a guitar. Also habe ich Gitarre gelernt. And I wrote a lot of music when we came to Israel, when we made our immigration to Israel. All the texts that I used, all of the songs I wrote, immediately switched to being Hebrew. Und als wir dann nach Israel kamen, habe ich dann all die Dinge sofort in Hebräisch geschrieben. If I had been in China, they would be in Chinese, I suppose. Wenn ich in China gewesen wäre, wäre es halt Chinesisch gewesen. Because my desire is to see that text beautifully presented to people so they can receive it, understand it, assimilate it and use it in their life. Weil mir es einfach wichtig ist, dass ein Text, der auch schön formuliert ist, rüberkommt und dass eine wirklich klare Botschaft aufgenommen werden kann in die Herzen. I wrote an opera. Ich habe sogar eine Oper geschrieben. It's a big text. Das ist schon mal ein großer Text. Opera was an hour and 20 minutes long. Die dauert eine Stunde und 20 Minuten. It's called David and Bathsheba. Die heißt David und Bathsheba. I wrote this in 1994. We produced it in 1995. Habe ich in 1994 geschrieben, aufgeführt 95. Some of you will remember talking about it because we were here during that
Einige von euch erinnern sich noch vielleicht daran, weil da war ich damals gerade im Begriff, das zu tun. The texts are all from the scriptures. Alle Texte aus der Bibel. Well, there is some dialogue, which is dialogue, but es ist auch noch ein bisschen Dialog, der dazu kam, aber es ist alles schriftbezogen. From 2 Samuel, chapters 11 and 12, the story of David. Aus 2. Samuel 11, die Geschichte von David. After his sin with Bathsheba. Nach seiner Sünde mit Bathsheba. So it's 2 Samuel, chapters 11 and 12, the whole of Psalm 51, which is the psalm he wrote after his repentance. Und dann danach auch der Psalm 51, den er geschrieben hat nach seiner Reue und Umkehr. Psalm 128 and Psalm 25 are all in this opera. Psalm 128 und Psalm 25 sind alle eingebaut in die Oper. I've written several cantatas to hold psalms. Ich habe verschiedene Kantaten geschrieben, um auch hier psalmartig Hoffnung rüberzubringen. Psalm 87 is the last one which I've written, and we will talk about that more on the evening when we are doing some music evening, I think. Ich habe auch bezüglich speziell zu Psalm 87 was geschrieben, aber da werden wir später noch an dem reinen Musikabend, der noch kommen wird, noch drüber genauer sprechen. The Psalm 87, as you know, is talking about the subject of Zion. Der Psalm 87, wie ihr wisst, da geht es hier um Zion. Not Zion, which is Israel. Nicht Zion, was Israel ist. But the full and ultimate realization of what Zion is. Sondern die volle Bestimmung, was Zion einmal ist und beziehungsweise sein wird. Which includes all the people of God from all generations and all nations. Die alle Menschen Gottes einschließt von allen Generationen und allen Nationen. I wrote this so-called The Last Words of David. Ich habe auch ein Lied geschrieben, das heißt Die letzten Worte Davids. Which is a plea to for righteous government in our land. Welches ein Flehen, eine Bitte ist, um gerecht zu regieren. I want to speak to my people and I have to do it through music. Ich möchte zu meinen Menschen sprechen und ich muss das über Musik tun. The opera concerns the repentance of David. Die Oper betrifft die Umkehr und Reue Davids and Bathsheba und auch die von Bathsheba after their sin nach ihrer Sünde. And how God restored them in his grace as according to Psalm 51. Und wie Gott sie wiederhergestellt hat, entsprechend Psalm 51. And it encompasses that place in his history from the visit of Nathan the prophet. Und es kommt auch hinzu, wie es dann weitergeht, als Nathan der Prophet kam. Until the birth of Samuel. Bis zur Geburt Samuels. Solomon, yeah. And this again is a message to my people because they look at David the king as being totally innocent and nothing bad can be said about him ever. Und das ist einfach eine Botschaft bezüglich David, weil sie schauen ihn schon an als König, der nur positiv ist und nichts Negatives könnte je über ihn gesprochen werden. He is an icon. Er ist eine Ikone. So we need to speak truth about David because it concerns repentance, which my people need. Also müssen wir über David sprechen, denn es geht hier um Umkehr und Reue und das betrifft auch mein Volk. We have an Amitah or a non-profit society. Wir haben hier so eine Non-Profit-Organisation, which we use as a production platform for musical events. Die wir als Produktionsplattform nutzen für musikalische Ereignisse. And one of our mottos is from Proverbs. It speaks apples of gold in frames of silver. Wir haben unser Motto, das heißt Äpfel, goldene Äpfel in silbernen Rahmen. And we provide the frame. Und wir geben nur den Rahmen. The golden apple in the center is the word of God. Der goldene Apfel im Zentrum, das ist das Wort Gottes. And we will place it in the most beautiful frame so that people can see it and assimilate it. Und wir wollen das in der möglichst schönsten Form machen, dass es Menschen sehen können und wirklich aufnehmen können. This is what I mean by transmitting a culture by art. Das ist, was ich meine, eine Kultur rüberzubringen durch Kunst. My wife writes poetry. Meine Frau schreibt Poesie, Gedichte. Absolutely gorgeous poetry.
Sie schreibt fantastische Poesie und Gedichte. Das sollte ich jetzt. A very beautiful thing, and those who have read it have been greatly enriched. Ich sollte jetzt gar nicht so viel darüber reden, aber sie hat großartige Dinge geschrieben, die wir jetzt auch versuchen zu publizieren. So yes, we try to fulfill our calling as who we are in Christ. Ja, wir versuchen unsere Berufung zu erfüllen, was wir sind in Christus. Through the arts in Israel and Palestine. Durch Kunst in Israel und Palästina. One thing which you may know. Not know about our dear brother and sister Rani and Rasha Saba. Eine Sache, die ihr vielleicht noch nicht wisst über Rani und Rasha Saba. And that they are very talented singers and worship leaders, musicians and worship leaders. Die sind beide sehr talentierte Musiker und die den Lobpreis leiten in ihrer Gemeinde. Which we may have the joy of listening to on the musical evening. Vielleicht werden wir davon noch mit Freude etwas an dem Musikabend mitbekommen. So we have a calling on our lives. Wir haben also einen Ruf und eine Aufrufung, eine Berufung in unserem Leben. Both as Jews, beides als Juden, and also as artists, those of us who are artists, und auch als Künstler, für die, die unter uns Künstler sind, to use what we have, um zu nutzen, was wir haben, für die Wahrheit, um das unseren Menschen, unserem Volk rüberzubringen. We did something this morning, which I don't know if this is acceptable to do during the time we're doing a live stream. Can we do questions and answers? Ja, wir haben heute Morgen ja auch Fragen beantwortet. Können wir das jetzt während dem Livestream auch machen? Maybe afterwards. Okay. Very good. Thank you very much. We shall stop the official thing now. Dann werden wir jetzt offiziell schließen. May God bless you, inspire you, and help you to transmit our culture in the ways in which God has gifted you. Ja, möge Gott euch segnen und euch Weisheit schenken, das aus der eurigen Kultur weiterzugeben zum Segen für andere Menschen. Wir beten noch. Father, you are the giver of good and perfect gifts. Vater, du bist der Schöpfer und Schenker von guten und perfekten Gaben. And your gifts and your calling is not revocable. Und deine Gaben und deine Berufung ist nicht umkehrbar. And you are waiting for us to make full use of those gifts which you've given us. Und du wartest auf uns, dass wir die Gaben, die du uns geschenkt hast, voll nutzen. Lord, I just pray that you would enable. Bitte dich darum, dass wir das wirklich erkennen und darum wissen und es auch wirklich gebrauchen. And that you would help us also all to pray for those artists who are trying to transmit your truth through the cultural expressions of art. Und wir wollen auch für andere Künstler beten, dass es ihnen gelingt, dein Wort durch Kunst in guter Weise rüberzubringen. I know where I've come from. Ich weiß, wo ich herkomme. I know where I'm going. Ich weiß, wo ich hingehe. So, Lord, just bless our journey. Herr, segne unsere Reise. In Yeshua's name. In Yeshuas Name. Wenn ich nur dran denke, der Messias von Händel ist sehr bekannt dort, musikalisch, kulturell. Aber das erste Mal gab es diesen Messias in Händel, was dort verkündet wird. Und das ist zentrale Botschaft. Und das ist natürlich, wie gesagt, einem Publikum und einer Zuhörerschaft dann zugänglich, die niemals in eine messianische Gemeinde kämen oder auf andere Weise sich die Botschaft Jesu anhören. Das ist das Wichtige daran. Außerdem, es ist nicht nur das, auch die Vertonung von Psalmen, gerade Psalm 87 ist ein ganz besonderes Werk. Es ist musikalisch aus dem Musikempfinden der
des jüdischen Volkes. Ich erinnere mich daran, dass wir in den ersten Jahren, als wir zusammen waren, dass er aufgefordert wurde, doch ein Liedgut in Hebräisch zu schaffen, denn damals wurden bei den messianischen Gemeinden nur Lieder, die übersetzt waren, irgendwelche Choräle, aus dem Englischen oder auch aus dem Deutschen gesungen. Jetzt ging es ihm darum, ich erinnere mich sehr gut, da einen Stil zu finden, der in Verbindung steht mit der Kultur der Bibel auch, mit der Kultur des Volkes heute, damit eben ein besserer Eingang gefunden wird in das Volk und ein besseres Verständnis. Und deswegen, er sagte immer, damals hat er so ein schönes Bild gehabt, wenn ein Choral hat, ich weiß im Augenblick jetzt nicht mehr, welcher Choral es war, es war ein lutherisches Wort. Wie bitte? Ah ja, richtig, danke. Wenn ein jemenitisches Mädchen, jüdisches Mädchen nach Israel kommt und dann einen Choral, ein feste Burg ist unser Gott, singen soll, dann passt das irgendwie nicht richtig. Denn eine Kultur ist der Ausdruck einer Gesellschaft, wie er ja sagte. Und das war wichtig, dass hier der Zugang gefunden wird. Und deswegen ist durch ihn ein Liedgut entstanden. Ich habe einen ganzen Stapel Liederbücher oben von ihm, auch DVDs und so weiter, dass überhaupt die Möglichkeit war, dass heute ein eigenes messianisches Liedgut da ist und eben nicht mehr nur ein feste Burg ist unser Gott gesungen werden muss. Ja, das wollte ich ergänzen, was da so wichtig ist in der Ausdrucksform der Kultur, um den Zugang zu den Menschen zu bekommen und ihnen das Evangelium nahe zu bringen. Und das ist die sehr bedeutende Arbeit, die gerade durch ihn gemacht werden durfte. Ja, das war mir jetzt wichtig. Ja, jetzt wollen wir unsere Zuhörer aus dem Internet doch verabschieden herzlich. Morgen Abend werden wir wieder da sein und Sie können sich wieder einschalten. Und damit werden wir auch diesen Abend jetzt beenden. Danke. Achso, da oben. Ja. Jetzt, wenn es... Sie mehr raus, ja?